Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Achilles Legends Untold. Wir sind im letzten Part einen Deal mit Hades eingegangen. Da werden wir die eine oder andere Sache für ihn erledigen, wenn er uns dafür immer wieder, falls wir sterben, wiederbelebt. Wenn du dich an einem Schrein ausruhst, kommst du wieder zu Kräften und alles Unbehagen fällt von dir ab, mit Ausnahme von Flüchen. Verfügst du über ausreichend Ressourcen, wird dein Gürtel mit Gegenständen aufgefüllt. Doch Vorsicht, wenn du dich ausruhst oder wiederbelebt wirst, stehen viele Gegner wieder von den Toten auf. Du wirst an dem Schrein wiederbelebt, an dem du dich zuletzt ausgeruht hast. Okay. Das Spiel ist ein bisschen anders, als ich dachte. Ich habe zwar irgendwie gewusst, dass es so Souls-like ist, aber das ist jetzt wirklich sehr Souls-like, ja. Ja, jetzt habe ich hier meinen Fertigkeitsbaum und kann dann da bestimmt. Dann sammeln wir hier diese Punkte und können Fertigkeiten skillen, genau. Wow, okay. Schicksal. Wir haben nicht sehr viel Schicksal. Mit mehr Stärke verursachst du mehr Schaden. Vor allem die mit Waffen, die mit Stärke. Vor allem mit Waffen, die mit Stärke skalieren. Das ist alles schon sehr, sehr teuer. Gut, das ist dann sozusagen. Das sind sozusagen dann die Seelen, wenn man es jetzt mal mit Dark Souls vergleicht. Und tatsächlich sind wir hier in der Unterwelt und müssen uns dann scheinbar auch durch die Unterwelt kämpfen. Diese Skelette sind noch vergleichsweise relativ einfache Gegner. Schicksal des Unschuldigen. Und 15 gibt so einen Gegner. Wow, wenn es einen Gegner 15 gibt, wie viel musst du denn dann, wie viele Gegner musst du da killen? So, wir erinnern uns an Basics des Kampfes. An die Basic-Steuerung, auch wenn es schon ein paar Tage her ist bei mir. Uiuiui, wenn jetzt da sehr, sehr viele sind, wie gehe ich da am besten vor? Ich meine, ich kann viele gleichzeitig schlagen, ne? So ist nicht. Gut. Gesundheitstränke sind natürlich das A und O in Souls-like-Spielen. Das ist ja deswegen sehr nice, dass man die hier tatsächlich finden kann, weil normalerweise ist es ja immer so, dass man, so wie zum Beispiel in Thymesia, seinen Gürtel aufrüsten muss. Und dann jedes Mal, wenn man sich ausruht, halt mehr Gesundheitstränke bekommt. Aber in dem Fall kann ich die auch einfach so rumliegen, hier rumliegend finden. Wir schnetzeln uns hier ganz einfach unseren Weg durch. Uiuiui. Und Ausdauer haben wir auch gelernt, wie essentiell wichtig die ist. Aber es ist tatsächlich, also auf Steam gibt es ja immer so diese Tags, was ein Spiel für Eigenschaften hat, ne? Was der Entwickler halt so dem Spiel zuschreibt. Und bei fast allen da Souls-like Games steht auch immer schwer mit dabei. Also weil halt Souls-like Games im Regelfall immer ziemlich hart sind. Hier bei dem Spiel stand das nicht da. Da habe ich auch drauf geachtet, weil die extrem schweren Souls-like Games, so wie halt Dark Souls oder hier, wie heißt das? Sekiro, glaube ich, ne? Shadows Die Twice. Diese ganzen Spiele sind halt nicht so wirklich was für mich, weil die mir halt einfach zu schwer sind. Die sind mir zu schwer und ich habe zu wenig Ausdauer, um da wirklich rein zu grinden und immer wieder einen Boss zu versuchen. Aber bei dem Game, das ist zwar auch Souls-like, aber anscheinend nicht so sehr schwer. Bei diesem Tag gab es da zumindest nicht. Und das ist halt auch so meine Hoffnung, dass das Game hier nicht super schwer ist, sondern dass man sich einfach so ein bisschen durchschnetzeln kann, nicht bei jedem Boss 20 Mal stirbt. Weil das kann nervig sein. Alter, Alter. Ich habe doch nicht so wirklich eine Fähigkeit, mir erlaubt jetzt hier vielen Gegnern mal gescheit. Alter! Oh Gott. Da muss ich den Target mal ganz schnell ändern wieder. Wenn der gelockt ist, dann gucke ich immer Richtung Gegner und roll mich falsch weg. Ja, 600. 600 hier, wie heißt das? 600 Schicksal ist tatsächlich, denke ich mal, schneller verdient, als es anfangs so aussah. So, ihr kennt mich, wir erkunden. Was ist das denn? Der guckt manchmal einfach noch so in eine Richtung, während er in die andere weiterrennt. Erinnert mich an Mario Speedruns. Ich versuche möglichst die ganze Karte natürlich zu erkunden, ihr kennt mich. So ist das immer. Das Game soll auch nicht so krass lang sein, tatsächlich. Dementsprechend können wir da schon. Hier können wir auch, glaube ich, alles. Also 100% zumindest versuchen. Oh Gott, FPS-Drops.
Okay, der krasse Schlag trifft aber irgendwie immer nur einen. Der leichte Schlag trifft alle. Finde Hephaistos, okay. Und wahrscheinlich muss ich dann auch gegen ihn kämpfen, nicht wahr? Ich muss zwar zugeben, obwohl ich ja eigentlich mich sehr, sehr für die griechische Mythologie interessiere und auch viele Götter kenne und so. Oder Halbgötter oder Helden. Sagt mir Hephaistos tatsächlich gerade gar nicht so viel. Boah, die können aber hinterher sprinten. Holy shit. Die lassen aber gar nichts anbrennen. So, da könnten wir schon die nächste Fähigkeit freischalten, theoretisch. Aber wie gesagt, wenn wir ruhen und alle Gegner spawnen wieder, also... Ich werde versuchen, mich so wenig wie möglich zu erholen. Weil das ist halt auch das Nervige, wenn du bei einem Boss stirbst, dass du dann die ganzen Gegner jedes Mal wieder neu besiegen musst. Das ist auch etwas, was mir langfristig die Motivation nimmt, diese Art von Spielen weiterzuspielen. Is it from Hades? Maybe it's a shrine. Ey, hallo, Alter! Digga, und dann schon wieder so eine Scheiße. Man kann nicht mehr weg. Wenn der dich einmal angreift, bist du wie in CSGO gestunt und stehst auf dem Platz und kannst dich nicht mehr bewegen. Das ist auch so nervig, wenn Spiele sowas machen, dass wenn du einmal gehittet wirst, du dann auf dem Platz bist und dich auch wirklich nicht mehr wegrollen kannst. Ich konnte mich auch nicht mehr wegrollen. Ja, was wir jetzt halt machen können, ist gegen so wenig Gegner wie möglich kämpfen und einfach nur so schnell wie möglich diesen Weg wiederfinden. Damit wir halt unser Schicksal da wieder einsammeln können. Aber sind wir hier überhaupt lang gelaufen oder nicht? Das sieht mir hier nicht aus, als kenne ich. Als würde ich das schon kennen. Also wenn ich einmal... Wenn die mir vielleicht auch eine Combo geben, okay. Aber die haben so ganz normal geschlagen und mich trotzdem 10... Du kannst halt auch keinen Heilungstrank nehmen. Du kannst dich nicht mehr wegrollen. Du kannst nichts mehr dagegen machen. Du bist gefickt im wahrsten Sinne des Wortes. So. Danke, dass ich das hier aber trotzdem wieder kriege. Da! Das meine ich. Ich komme nicht mehr weg. So. Wenn die Kleinen weg sind, dann ist der Große auch nicht so schwierig. Ich meine, das ist hier nicht mal ein Boss oder sowas. Das ist eigentlich ein ganz normaler Gegner. Aber wenn du halt gegen sehr viele gleichzeitig kämpfen musst, dann wird es räudig. Gut, jetzt können wir es gehen, Leute. Jetzt haben wir mehr als genug davon. Also mehr als genug vielleicht nicht unbedingt. Wir müssen das nehmen. Stärke, mehr Stärke. Vitalität würde Gesundheit erhöhen, auch sehr, sehr wichtig. Also hier können wir wirklich unsere Stats auch erhöhen. Ich würde die gerne One oder Two hitten, hier die Gegner. Achso, gerastet habe ich nicht. Da hörte ich eigentlich theoretisch... Ich kann hier eigentlich rasten. Hier kann ich eigentlich rasten. Also ich würde gerne rasten, aber irgendwie... Geht das nicht. Wieso nicht? Hä? Warum denn nicht? Jetzt. Und wir kriegen dann immer 8. Okay, also wir haben trotzdem eine Anzahl von 8 Heilungstränken, die wir jedes Mal, wenn wir rasten, setzt sich das halt wieder auf 8. Okidoki. Hier sind wir wieder in dieser ganz räudigen Situation. Ganz viele kleine Scheißer hier jetzt sind. Oh.
Alter, hier sind generell ganz viele Gegner. What the fuck? Was geht denn hier jetzt ab? Der dritte ist jetzt irgendwie nicht so die allerkrasseste Attacke, die es auf der Welt gibt. Ey, von den Schildträgern sind aber auch räudig. Aber die sind halt auch echt nicht so krass. Also, das sind die Kleinen, die den Support machen. So. Weg mit euch. Aber da gehen wir jetzt, glaube ich, schon wieder zurück ins alte Gebiet. Ich gehe mal lieber weiter nach vorne. Ich finde es aber sehr, sehr nice, dass es mich während eines Kampfes keine Ausdauer kostet zu sprinten. Das wäre auch unnötig, finde ich. Das ist gut gelöst. Natürlich macht es sehr viel Sinn, dass es uns während eines Kampfes dann eben doch Ausdauer kostet. Ich komme vor diesem Angriff nicht mehr weg. Mehr Damage. Ich habe das Gefühl, ich mache. Habe ich nicht immer 69 Damage gemacht? Mache ich jetzt nicht weniger Schaden als vorher, obwohl ich Stärke geskillt habe? Dürfte ja eigentlich nicht so sein. So, hier ist eine Truhe. Komm, gib mir mal ein Schwert oder sowas. Ein geileres Schwert brauche ich mal. Wappenloses Schild. Geil. Wait a second. Wo ist nochmal mein Inventar? Ah, hier, okay. Also, das war zwar die Karte, aber da komme ich auch hin. Wow. Die ist besser. Und ich kann auch ein Schild tragen. Das ist cool. Aber wie kann ich damit blocken? Kann ich, geht das? Achso, ja klar. Boah, die Waffe ist ja viel, viel besser. Wie lange habe ich denn die schon? Ohne es zu merken. Zu lange. Dann schätze ich mal, geht hier rechts weiter. Hallo. Geht's euch gut? Jungs, Ruhe. Die gehören mir. Da haben wir irgendwas falsch verstanden. Da haben wir was verwechselt. Aber das war schon immer meine Truhe. Ich frage mich, ob man hier auch so Begleiter haben kann, so Helfer. So, die mit dir dann zusammenfighten. Ich meine, das wäre natürlich untypisch für Souls-Games. Aber so wie in Code Vein zum Beispiel, das ist auch ein Souls-Game und da gibt es sowas halt. Und ich finde das immer mega geil, wenn man als Gruppe zusammenkämpft. Das finde ich auch in den Tales-of-Spielen richtig nice, dass man da immer als Gruppe kämpft und nicht alleine. Da hast du viel mehr Möglichkeiten, gegen Bosse strategisch besser vorzugehen, wenn du deine Teamkameraden nutzen kannst, um die so ein bisschen abzulenken. Sollte Tales of Berseria echt mal weiterspielen. Und dann irgendwann mal ein Let's Play von Tales of Arise machen, weil das ist wirklich ein absoluter Diamant in der Videospielwelt. Wow, ihr seid definitiv stärker als die Skelette hier. Was ist denn hier das? Was ist das denn hier? Aber ich habe jetzt gedacht, das ist eine Schmiede, aber das ist ein Typ, der da liegt. Oh Gott, bitte, bitte, geh noch mal einmal weg. Einmal nur noch mal weg. Okay, die gute alte einmal schlagen, danach instant wegrollen Taktik funktioniert in dem Game auch ziemlich gut. Sie kostet zwar sehr viel Ausdauer, aber sie funktioniert. Ach so, da hau ich einfach in die Luft, ja, okay. Natürlich. Och. Och Gott, ist das eklig. Dass der Target sich so schwer nur wechselt. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, dass das Spiel so viel einfacher ist als andere Souls Games. Ein bisschen vielleicht. Also richtig einfach wird es auf jeden Fall nicht. Denke ich mal zumindest nicht. Wie gesagt, es hat auch kein so ewig langes Spiel. Das wollte ich hier als kurzes Spiel für zwischendurch
mit einbringen. Weil es halt auch cool aussah. Ah, ich konnte seinen Angriff konnte ich aber unterbrechen, indem ich ihn hitte. Damit konnte ich sogar seinen Critical-Angriff da unterbrechen. Das ist also durchaus dann doch möglich. Krieg ich mal eigentlich irgendwie hier so eine Quest-Dings? Tuck your tail and run! War irgendwie so ein Marker, in welche Richtung quasi man überhaupt laufen muss, um hier etwas zu finden? I'll beat you bloody! Also Ausdauer ist definitiv das nächste, was ich skillen werde. Jetzt ist die Frage, er hat gerade gesagt, hier ist ein Schrein, wo denn? Wo ist er denn, der Schrein? Oh, hi. Get him! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, bitte geh wieder weg. Ich muss auch viel mehr blocken. Ich weiß nicht, warum ich nicht blocke. Warum ich das nicht mache. Was, wo wollt ihr denn hin, Jungs? So. Come on, then. Oh. Okay, nee. Das sah ein bisschen krasser aus, als er ist. Das ist hier auch kein Boss und auch noch nicht Hephaistus, sondern nur so ein kleines Lager. Ich würde aber jetzt wirklich gerne zu diesem Schrein. Wo ist der denn hier? Weil ich will jetzt nicht meinen ganzen Kram hier verlieren wieder. Ich will erstmal skillen. Was machst du da gerade? Jungs, das Loot gehört mir. Da versteht ihr was falsch. Okay. Get him! Wo ist der Schrein, Alter? Wo ist der? Wenn er sagt, wenn er das gesagt hat, dann muss der doch hier irgendwo sein. Ey, bin ich blind? Hoplitenspeer. Vielleicht ist der noch besser. Ach, hier ist er. Okay, gut. Da muss ich jetzt zwar... Ja, muss ich überhaupt ruhen? Ich muss eigentlich gar nicht mich ausruhen, oder? Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Heiltränke verbraten. Da muss ich nicht gegen die Gegner nochmal neu kämpfen. Also mehr Ausdauer, ja. Mehr Gesundheit, ja. Und noch mehr Stärke. Jo. Das ist alles, was wir haben wollen, auf jeden Fall. Ja, passt. Ja, wir haben sogar noch 8 Gesundheitstränke. Oder habe ich jetzt geruht? Nee, ne, ich habe nicht gerastet. Oder macht man das automatisch, wenn man den zum ersten Mal aktiviert? Aber die Gegner sind noch tot. Achso, genau. Ich wollte erstmal ganz kurz gucken wegen dem Hoplitenspeer. Wow, ich habe hier auch noch ein Bronzeschwert. Ach, Neopliten-Schwert. Spartaner-Schwert. Also ich kann auch zweihändig, geht auch. Nee, Schaden macht die Damast-Axt aber am meisten von allen, oder? Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ich kann dann natürlich auch zwei einhändige Waffen, dann habe ich keinen Schild. Ich bin sowieso eher so der Angreifer-Typ, ne? Ich sollte wahrscheinlich eher zwei, ne? Guck mal hier, ich kann da dann auch viel besser austeilen. Ich teile eh. Also bei mir ist ja Angriff eh die beste Verteidigung, das wisst ihr ja. Deswegen ist das mit Sicherheit eine viel bessere Idee. Also zweihändig. Guck mal, wie wir die wegbumsen, wenn wir zweihändig spielen. Das habe ich bisher noch gar nicht als Möglichkeit angesehen, aber es ist definitiv eine Möglichkeit. Is it from Hades? Maybe it's a shrine. Ja, hier ist noch einer. Warte, die Pfeile kann ich blocken, oder so? Naja, nicht wirklich.
Da ist natürlich dann der Schild wieder geil. Also für einen Gegner mit Pfeil und Bogen, da packen wir vielleicht ein Schild an. Aber sonst, ansonsten grundsätzlich zwei Handwaffen. Gut. Hier würde ich dann jetzt einfach nur rasten. Ach so, oder warte mal. Das hier sind gar keine Gegner, die tatsächlich respawnen. Deswegen stand auch nur einige Gegner respawnen, wenn wir rasten. Das hier sind keine Gegner. Die Untoten zum Beispiel, das sind Gegner auf der Karte, die wirklich respawnen. Aber die Leute hier sind keine Gegner von uns, die in dem Sinne respawnen. Also keine Monster, sage ich mal, nur Monster respawnen. Ich komme hier irgendwie nicht so wirklich raus. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Wow. Eine schlechte Position. Ich habe immer noch nicht mal im Ansatz genug Ausdauer. Als nächstes erstmal gleich noch mehr Ausdauer-Skillen. Zweihand ist ja viel geiler. Wenn wir dann noch richtig geile Waffen für finden. Und dann noch so dieses Moveset. Wir können ja auch richtig Skills skillen und nicht nur Attribute. Vielleicht gibt es da spezielle Skills für Zweihänder, dass man noch schneller schlägt oder irgendwie so eine richtig krasse Attacke machen kann. Hier ist leider immer noch der falsche gefokust. Das ist ein sehr großes Problem irgendwie. Dass immer der falsche gefokust wird. Also nicht der nächste. Was so am meisten Sinn machen würde, sondern irgendwie dann immer noch einer, der ganz weit weg steht. Was ist denn da oben? Da ist irgendwas. Oh Gott, dich hab ich im Gras gar nicht gesehen, Bro. Das war so eine Special Attack. Erinnert mich total an Titan Quest, so, wo ich da mit beiden so eine Art Schere mache. Wenn wir genug Ausdauer haben, können wir die halt einfach. Können wir das gleiche mit denen machen, was sie vorhin mit mir gemacht haben und sie einfach komplett downdrainen. Und einfach stunlocken. Aber wir brauchen halt viel, viel mehr Ausdauer dafür, weil irgendwann geht mir die Ausdauer aus und dann können die sich halt wieder bewegen. Oh. Hi. Good day, good day. Dich kriegen wir. Boah, das Ausweichen, ne? Das kostet mich so viel Ausdauer. Oh! Jetzt chillen wir einmal ganz kurz. Ein Troll. Ein langsamer, aber dafür sehr beweglicher Gegner. Ich kann immer nur einmal hitten und muss dann sofort wieder zurück. Alter, ich habe gerade andere Probleme als der Schrein. Ah, das ist nicht Hephaistos. Ah, das ist das. Wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Zwischenboss. Und ich finde da jetzt voll den krassen Loot, den der hier gefunden hat, wenn ich den kill. Zack. So, das war Damast, haben wir gefunden. Entweihte Ruinen. Das dürfte sich gelohnt haben. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Schicksal wir dafür gekriegt haben, aber das müsste auf jeden Fall ordentlich was sein. What the fuck, es gibt hier richtig Höhlen in dem Game. Richtig Ruinen zum Erforschen, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe hier keine Karte oder sonst irgendwas, ich sehe nichts. Alter, willst du mich verarschen? Okay, der hat nicht ganz so viele Leben wie der draußen. Aber es ist trotzdem nervig. Weil ich immer so lange brauche. Ja.
300 bringen die aber auch. Also es lohnt sich schon. Ja, ich weiß hier nicht, wie ich am besten erkunden soll und alles finden kann. Das ist, glaube ich, nicht wirklich möglich. Och, die... Ach, die blocken halt rum. Guck mal, du kommst hier jetzt nicht mehr raus. Also dann vielleicht mal, wenn du Glück hast und einen killst, aber du kommst... Du kannst durch die Gegend... Das sind Skelette. Skelette können dich einfach blocken. Du müsstest halt in der Lage sein, so ein knochiges Gerüst einfach beiseite zu schieben oder durchzurammen dich, aber es geht halt nicht. Die blocken einfach deinen ganzen Weg und wenn die dich umkreisen, dann bist du einfach dead. Das ist nicht so nice, dass man aus so einer Situation dann wirklich gar nicht mehr rauskommt. Ja, und jetzt, ach so. Ist okay, Digga. Ich mach gerne 10v1. Ich höre da noch irgendwelche anderen Steps. Sag mir bitte nicht, da kommt jetzt noch einer. Sag mir bitte, das sind seine Steps, die ich hier gerade höre. Nee, das sind nicht seine Steps. Hier ist doch noch einer irgendwo. Hier ist noch einer. Warte mal, soll ich hier drinnen mich gerade befinden? Oder sollte ich lieber wieder rausgehen? Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Oder ob ich nicht vielleicht lieber erstmal hier Faustus finden sollte. Ein bisschen skillen sollte, bevor ich hier so eine Ruine mache. Aber ich krieg das hier zwar hin. Aber das dauert sehr lange. Ja, das war sehr, sehr dumm. Boah, Alter, knapp. Ein Schlag ist halt wirklich drei Viertel vom Leben weg. Was? Er war fast tot. Der war doch wirklich so kurz vorm Abnippeln. Das kannst du mir nicht erzählen. Das darf einfach nicht sein. Ach, dann spawne ich hier wieder. Kann ich mir jetzt meine Seelen wenigstens wieder abholen? Ich meine, dieser Ort ist ja ein bisschen weird. Oh ne, okay. Ne. Scheiß auf die Seelen oder Schicksal oder was auch immer. Die Trolle respawnen hier auch wieder. Also das ist kein Ort, an dem ich mich befinden soll. Kannst mir nicht erzählen. Ich verpiss mich wieder. No, Sir. Jetzt ist auch der Fette wieder da, ne? Ist der jetzt auch wieder da? Oder ne, der war scheinbar nur einmalig. I think I see a shrine. At last. Oh Gott. Fuck you. Okay, ich glaube, ich kann den Schaden minimieren, den ich kriege. Aber so ganz abblocken geht nicht. Nun gut, okay. Ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ weit gekommen. Ich meine, ich aktiviere den jetzt hier nochmal. Wir haben natürlich den ganzen Kram jetzt verloren, leider. Jetzt haben wir nur noch 140. Tja, so ist das halt. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns wie immer im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.